Stell dir vor, es sind Faschingsferien, viele deiner Freunde und Freundinnen sind Skifahren, deine Eltern arbeiten und du langweilst dich zu Hause. Das muss nicht sein. 4 Tage mit abwechslungsreichem, überraschendem Programm, in guter Gesellschaft, mit Gleichaltrigen und einem motivierten Team. Es gibt ganz viele Waldheime in ganz Stuttgart. Das ist ein tolles Betreuungsangebot für Kinder. Und da werden die Kinder betreut von morgens bis abends und haben einen Haufen Spaß, Action. Theaterstücke werden extra dafür geschrieben und man macht ganz viele Ausflüge. Hast du Lust auf Waldheim? Dann melde dich doch einfach bei uns. Du kannst entweder Mitarbeiter sein oder als Teilie dabei sein. Ist völlig egal. Bring dich einfach ein mit deinen Gaben, die du hast. Wir haben in Stuttgart ganz viele Gruppen, wo sich Kids und Jugendliche jede Woche treffen und gemeinsam Zeit verbringen. Wir haben zum Beispiel Jungscharen, da kommen die Kinder, hören biblische Geschichten, singen, sind kreativ, machen Ausflüge, unternehmen was zusammen. Oder wir haben sowas wie Tenzing, wo die Jugendlichen sich treffen und innerhalb von einem Jahr eine gemeinsame Bühnenshow auf die Beine stellen. Hast du Lust, Beziehungsperson zu sein und jede Woche mit am Start in Kinder- und Jugendgruppen? Hast du Lust, teilzunehmen bei solchen Gruppen? Dann herzliche Einladung. Das Besondere der Freizeitarbeit ist, dass wir sowohl Winter als auch den Sommer im Programm haben. Dazu kommt, dass wir alle Freizeiten sehr kostengünstig anbieten, dass wir in der Freizeitarbeit für Ehrenamtliche da sind, also Jugendliche für Jugendliche und für Kinder, als aber auch die Jugendlichen selber, die mitgestalten können, mitbestimmen können, was auf der Freizeit eben passiert. Hast du Lust auf Freizeiten? Dann melde dich bei mir, ob du mitarbeiten möchtest oder als Teilnehmer. Vollkommen egal. Herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns auf dich. Das Jugendkirchenfestival findet jedes Jahr im Frühjahr statt. Architekten bauen Raumskulpturen hinein. Musiker, Künstler gestalten den Raum. Und junge Menschen können ihre Ideen umsetzen und diesen Kirchenraum mit ihren Veranstaltungsideen, ihren Themen und ihrer Spiritualität gestalten. Hast du Lust darauf, deine Idee hier in der Jugendkirche zu verwirklichen, dann komm zur Programmwerkstatt und beteilige dich am Prozess und verwirkliche deine Idee im Frühjahr beim Jugendkirchenfestival. Die Evangelische Jugend Stuttgart hat eine Kletteranlage. Diese Kletteranlage heißt City Rock und ist mitten in der Stadt. Dies ist ein großer Standortvorteil, weil wir mit der Straßenbahn erreichbar sind. Das Besondere der Kletterhalle, wir sind sehr günstig im Eintritt. Jeden Dienstag bis Sonntag ist die Kletterhalle für die Öffentlichkeit geöffnet. Unsere Mitarbeiter werden fortgebildet und unter dem Dach der Kirche so eine Anlage zu haben, ist einfach toll. Hast du Lust auf Klettern? Dann komm in City Rock und hab Spaß. Die Sichtbar ist Teil der Jugendarbeit der Evangelischen Jugend Stuttgart und das Schaufenster des Haus 44. Die Ehrenamtlichen, die hier abends arbeiten, haben die Möglichkeit, das Café eigenverantwortlich zu gestalten und ihre Ideen einzubringen und umzusetzen. Außerdem ist die Sichtbar für die Gäste ein Ort der Begegnung, wo alle willkommen sind. Hast du Lust auf eine gechillte Atmosphäre und günstige Preise? Dann komm in die Sichtbar. Wir versuchen, junge Leute auf die Bühne zu bringen. Dabei suchen wir unsere ureigene Form von jungem und zeitgemäßem Theater. Als unsere Stärke würde ich mal die Ensemblearbeit bezeichnen. Jeder hat hier seinen Platz und jeder hat hier Verantwortung. Und natürlich ganz oben die Leidenschaft, mit der wir ans Werk gehen. Wenn du Lust hast auf die Bretter, die die Welt bedeuten, welcome im Teatro Piccolo. Machen wir den Schülermittagstisch an den Tagen, an denen sie Mittagsschule bzw. AGs haben, weil sie in der Schule von den Räumlichkeiten her keine Möglichkeit dazu haben. Dasselbe gibt es auch nochmal in Cannstatt, im Zebra. Allerdings ist es da ein offenes Angebot für die Kinder der Umgebung. Ja, also falls euch einer von euch Schülern Lust hat auf ein leckeres Mittagessen, da soll er mal in unseren Häusern vorbeigucken, also hier oder in Cannstatt. Ich würde uns sehr freuen, wenn mal jemand vorbeischaut. Way of Experience. Das sagt auch schon so ein bisschen, um was es bei uns hier im Hochseilgarten geht. Um das gemeinsame Erleben in der Gruppe. Das Team sichert und stärkt einen. Wir haben die Swinging Steps, auch in 9 Meter Höhe, wackelige Stufen, unten vom Team gesichert. Jeder kann ausprobieren, wie weit er kommt. Oder sich mutig am Multivine aufs Balancieren einlassen und hinterher abseilen. Eine tolle Aktion. Wir haben Schulklassen, Konfirmanden, aber auch erwachsene Teamtrainings. Erlebnispädagogik bietet so viele Möglichkeiten, dass wir wirklich für die unterschiedlichen Gruppen einen tollen Tag gestalten können, der einiges zum Erleben und zum Ausprobieren bietet. Okay, ja. Hast du Lust, auch mal in den Hochseilgarten zu kommen, auszuprobieren, was du dich traust in luftiger Höhe?
dann melde dich bei uns. Wir bieten verschiedene Trainings für Gruppen, Schulklassen, Kindergeburtstage. Und wir suchen auch dich als Trainer. Möchtest du dabei sein in unserem Team, bei uns als Trainer im Hochseilgarten? Wir suchen dich, melde dich. Schulbezogene Jugendbildung, das heißt Kooperation Jugendarbeit und Schule. Dass sie auch wirklich kompetent und wie Experten nachher mit anderen Kindern und Jugendlichen arbeiten können, Jugendarbeit machen können. Und das Besondere bei unserem Schüler-Mentoren-Programm ist, dass immer das Thema Fairness und Toleranz im Vordergrund steht. Hast du Lust, dich als Schülermentor oder Schülermentorin zu engagieren? Dann bist du bei uns in der Evangelischen Jugend Stuttgart genau richtig. Mitarbeiterbildungsseminare sind wichtig für deine Gruppenarbeit vor Ort, deine Projektarbeit, aber sie bereichern dich auch in deiner eigenen Persönlichkeit. Hast du Lust auf die Mitarbeiterbildungsseminare der Evangelischen Jugend? Komm auf unsere Mitarbeiterbildungsseminare. Sie bringen dich auf jeden Fall weiter. Bei uns haben Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit, in Bandformation zu üben. Und das Besondere an unserem Angebot ist, dass das Proben hier nichts kostet. Wenn du 9 Jahre oder älter bist, kannst du bei uns ein Blechblasinstrument erlernen. Das Instrument, das du erlernen möchtest, bekommst du kostenlos von dem Posaunenchor ausgeliehen. Hast du Lust, bei uns mal vorbeizuschauen hier in der Stadtmitte? Wir freuen uns auf dich. Das Besondere an meiner Arbeit ist, dass ich Angebote mache für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung. Der andere Teil meiner Arbeit ist, dass ich Mitarbeiter der Evangelischen Jugend Stuttgart fit machen möchte für die Arbeit mit Kindern mit Behinderung. Hast du Lust, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung kennenzulernen? Dann melde dich bei mir, nochmal reinschnuppern oder dich auch so informieren. Das Kinder- und Jugendfestival ist eine ganz besondere Veranstaltung, weil wir da mal aus unseren Gemeinderäumen rausgehen, auf der Straße, auf einem ganz prominenten Platz der Stadt Stuttgart im Rahmen vom Kinder- und Jugendfestival großartige erlebnispädagogische Angebote machen. Und das Tolle daran ist auch, dass sehr viele Mitarbeitende sich engagieren, Gefallen daran finden, in der Stadt Stuttgart Jugendarbeit zu machen. Wenn du jetzt Lust hast, beim Kinder- und Jugendfestival mitzumachen, vorbeikommen, an einem der Angebote teilzunehmen, Spaß zu haben, Leute zu begegnen oder du möchtest mitarbeiten, es gibt ganz sicherlich eine gute Aufgabe. Die Evangelische Jugend Stuttgart ist ein demokratischer Jugendverband. Das heißt, Selbstorganisation, Partizipation und Freiwilligkeit sind ganz zentrale Prinzipien bei uns. Ehrenamtlich engagierte junge Menschen gestalten bei uns in der Evangelischen Jugend Stuttgart die Angebote selbstständig. Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen für sich, für andere, für ihre Teilnehmenden und natürlich auch für die Gesellschaft. Das Besondere an einem Jugendverband ist darüber hinaus, dass Ehrenamtliche und Hauptamtliche in allen Gremien partnerschaftlich leiten und so ihren Jugendverband selbst gestalten. Wenn du jetzt Lust hast, dabei zu sein, guck doch mal rein unter www.eus-online.de. Dort findest du alle Informationen zum ehrenamtlichen Engagement.